Glitch. Öffnen. Start. So, mal gucken, ob es diesmal klappt, wa? Bis 92. Und wir warten ab aufs Landhut. Ah, siehe da, es lebt. Ist da? Nee. Gucken, wie schnell der ist, wa? Aber das ist Bild nicht ganz drauf, glaube ich. Da muss ich was ändern noch. Sekündchen bitte. Ein bisschen kleiner, was ich dann mache. Doch machen wir. Na, es reicht nicht wirklich, ne? Wir versuchen euch für euch das Bild rauszuholen, das ist das Problem. Da bin ich nie zufrieden so wirklich mit mir. So ein bisschen versuche ich ja gerade so zu machen, dass es klappen tut. So. Das ist ungefähr in der Mitte hier. Wo ist das hin? So. Ich freue mich, dass es funktioniert jetzt endlich. Das Problem ist heutzutage die Amiga Computer. Die kann man nicht an die neuen Monitor anschließen, die Monitor müssen da den Fernseher anschließen. Das ist wieder so ein Kram, da muss man mit dem Skatkabel höchstens, es geht um das Skatkabel anschließen. Das ist mir aber nicht. Und 50 Frames, das ist gut. Ich glaube, das ist 25 Cent. Okay, das kann man leben. Dies in Disk 3. Machen wir doch glatt. Wir in Disk 3.
des 3s geändert. 26% Auslastung. Das ist okay. So, wir warten, bis er lädt wieder. Er lädt sehr lange. Er lädt wirklich sehr lange. Aha. Willkommen bei King's Quest 6. Da stehen wir auf. Und wir spielen es auf dem Amiga 1200, also emuliert. Ich habe noch Amiga 500 Plus gehabt, mit 4 MB gehabt damals. Das mehr ging dann nicht. Viel mehr wenigstens. Außer noch, gibt es noch eine Capture Card, gab es dann noch, also nicht Capture Card, eine Fernsehkarte oder TV-Card gab es ja. Und man konnte durchwählen mit, genau, gucken, angucken. Reden und laufen. Das glänzt. Das ist, glaube ich, nicht ganz drauf. Das Bild, kann das sein? Ich muss mal eben kurz gucken. Ich muss ein bisschen kleiner machen, mich wundern. Ein bisschen kleiner machen. Aber nicht zu klein, weil sonst haben wir Bild zwar drauf. So. Und der lädt. Bitte werfen Sie Disk 15 ein. Wenn das viel kleiner wäre, kann man besser erkennen, was wo ist. Also das ist wirklich so. Und das ist jetzt King's Quest 6, die wir spielen. Das ist King's Quest 6, Amiga 1200. With 4 MB, but the loading time is very long. But it's okay. Should I make the picture a little bit slower? Das Land dauert seine Zeit, halt, ist halt so, ne? Ich muss das
das hochskalieren, aber es geht leider nicht so einfach. Aber ich glaube, so besser ist es auch als eben, ne? Ich hoffe es mal. Nicht alle Spiele laufen auf einem Amiga 1200, also nicht wundern, dann muss ein paar Spiele umstellen. Es wird ein bisschen dauern, dass sie dann auf den anderen auch laufen vernünftig. Aber die 4 MB lasse ich drin, wegen der Geschwindigkeit. Und das ist schon wichtig für mich. Wenigstens so allgemeine Meinung nach. Da reingehen. Nein. Oder da kann ich auch gehen, oder? Ich freue mich, dass das Spiel verlaufen tut. Vernünftig. Ich war ein bisschen sauer gewesen, weil das Ganze nicht funktioniert hat, so wie es funktionieren sollte. Aber jetzt ist es okay. Das Laden stört ein bisschen, aber es ist halt Amiga, das ist halt so. Als Disketten nicht mehr. Die sind im Wohnzimmer, glaube ich. Richtige Stellen finden, das ist die Sache, wo man klicken kann. Man sieht leider nicht alles. Ich habe ein kleines Bild, damit ich auch die Sachen sehen kann, und das nicht extrem störend ist. Einziges größer seht ihr, also nicht wundern. Das Laden ist ganz normal, das ist halt Amiga. Ihr könnt das Ladezeit minimieren und so, aber. Nee, mache ich nicht so gerne. Und sagen wir, die CPU schön niedrig bleibt, ist alles okay. Ein anderes Spiel reinmachen, wenn ihr möchtet. Ihr müsst nur schreiben, was ihr haben wollt. Ganz einfach.
Sunset Disc 4. Machen wir auch glatt. Disc 4. Ich glaube, das Bild noch ein bisschen kleiner, wenn es okay ist. Für euch auch besser, glaube ich. Das Klett hängt da vorne, ne? Erlebt wieder mal. Mal gucken. Zum nächsten Geschäft reingehen.
Na, was ist los? Was macht er? Hat die angezeigt. Ich muss mal kurz jemanden wach machen, damit er da. Augenblick. Ihr könnt mal überlegen, was ihr neues Spiel haben wollt. Ich habe einfach mal gestartet, Spiele, weiß nicht, ob es euch gefällt, deswegen mal gucken. Wie heißt es? King's Quest 4. 6. Aber ich gebe auch noch King's Quest 4. 5. Das ist Hearts Go On, oder so heißt es, glaube ich. Das King's Quest 5. Muss ich mal gucken. Da ist. Ich kann mich daran erinnern, dass die Grafik für irgendwie ganz anders war früher, die Auflösung höher war. Aber ich bin nicht sicher, das ist ein Problem. Was ich machen kann, ist gleich mal. Ah, ich habe eine Idee. Wir starten jetzt einfach mal King's Quest 5 oder 4, 6. King's Quest 5. Ah, das ist auch gut. Bisschen mehr Action. Das ist fast in die Zeit rein. Vielleicht kennt das ein paar von euch. So, jetzt sind wir kurz. Und wir starten ein neues Spiel. Und hoffen, dass es klappt. Nightmare. Wenn einer was sagt von euch das, dann sagt mir Bescheid. Würde mich ja freuen. Mal schauen, ob einer von euch das kennt. Wenn es funktioniert. Das ist wieder nicht in der Mitte.
Night Games. Aber ich finde die Musik dafür. Load DaVinci Start Game. Wir sind 4 Leuten und wir können eigentlich normalerweise gehen. Ah, okay. Kann aber also mit Tastatur lenken das Spiel. Okay, er lebt noch so weiter. Das war ich gar nicht gemeint. Night Games hieß, das hieß auch Night Games, aber das ist ja nicht das. Ah, das hieß